Zur Vereinheitlichung und Modernisierung ihres Lokomotivparks und als künftiger Ersatz für die Baureihen 74 bis 94 ließ die Deutsche Reichsbahn ab 1950 mehrere vierfach gekuppelte Neubau-Lokomotiven entwickeln. Für den Personen- und Güterzugdienst beschaffte die Bahnverwaltung dann aus diesem Programm 88 Fahrzeuge der als Baureihe 6510 bezeichneten 1D2 Tenderlokomotive. Weitere 7 Maschinen dieser Baureihe erhielten die VEB Leunawerke Walter Ulbricht für seine Werkbahnen. Die 6510 wurde in den 1960er Jahren bevorzugt für den Berufsverkehr mit Doppelstockzügen eingesetzt, auch mit Wendezügen. Dementsprechend wurden einige Maschinen mit einer Wendezugsteuerung ausgerüstet. Das 185 Gramm schwere TT-Modell von Gützold ist eine vorbildgetreue und maßstäbliche Nachbildung der Tenderlokomotive 6510-05 in Epoche 3. Um eine detaillierte Wiedergabe vieler Einzelheiten zu erreichen, sind unter anderem viele Teile wie Pumpen, Dampfleitungen, Griffstangen und Behälter einzeln angesetzt. Die lupenreine Beschriftung auf seidenmatter Lackierung geben der Lokomotive eine besondere optische Wirkung. Das Modell wird von einem kräftigen Glockenankermotor mit Schwungmasse angetrieben. Neben der Next 18 Digitalschnittstelle ist das Modell mit vorbildgerechten Loklaternen mit direkt integrierten LEDs ausgestattet. Das Spitzenlicht und Schlusslicht ist fahrtrichtungsabhängig geschalten. Die Digital- und Soundversion ist mit einem CIMO Sound Decoder, mit Hennig Sound und mit einem Pufferspeicher ausgestattet. Hier ein paar Soundbeispiele. Lokgeräusch, Lokfahrt. Dampfpfeife. Überdruckventil.